Sieht wohl so aus. Ah, meine Güte. Maldonado liegt etwa 5 Sekunden vor dir. Setz ihn unter Druck. Zumindest bin ich jetzt schon ein bisschen besser mit der Strecke vertraut. Wobei, wirklich ein bisschen. Verdammte Scheiße nochmal! So, nochmal. Michael fährt auf mehrere Autos auf. Er wird beim Überrunden Zeit verlieren. Ich komme nicht mal so weit. Beim letzten Mal war ich klar besser. Das war jetzt wirklich schlecht. Schlechter als auch schon. Es ist schlicht nicht meine Strecke. Da oben gedrückt. Nee.
Wow, schlechte Kurve. Wow, noch schlechtere Kurve. Einigermaßen gute Kurve. Wow. Auch das geht. Du läufst auf Verkehr aus. Bleib vorsichtig. Hab ich kein DRS? Nein, scheint nicht so zu sein. Gutes Tempo, gutes Tempo. Was ist denn da los? Riesenstau. Wow, zweimal abgekürzt. Ohne Folgen. Den Punkten, yay! Eine Beschädigung am Auto ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Tschüss, die Rester. Ich versuch's. Dass ich kein DRS habe, und zwar nie. Jetzt habe ich die RS. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kern noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. Okay, da vorne ist Schumacher.
muss nur ihn überholen. Alles andere ist egal. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, jetzt bin ich vor Schumacher, jetzt muss ich nur noch vor ihm bleiben. Okay, war nicht gut, aber egal. So, eine Runde noch. Schlecht. Aber gerade noch so halten können. Boah, Glück gehabt, ich hab noch eine Rückblende. Zum Glück habe ich das offen gelassen. Das wäre jetzt richtig bitter gewesen. Das wäre richtig bitter gewesen.
So, ich hoffe, es hat gereicht für das Ziel. Es ist nie leicht, einen siebenfachen Formel-1-Weltmeister zu schlagen. Und das gilt ganz besonders, wenn es sich dabei auch noch um den eigenen Teamkollegen handelt. Aber heute hatte Michael Schumacher das Nachsehen und war nur die Nummer 2 im Team. Oh, okay. Auch das geschafft. Bin ich froh. Mag die Strecke nicht. Gegen Ende ging es zwar, aber am Anfang wirklich ganz schlecht.